Oh, jetzt ist uns der Sponsor abgesprungen. Was? So. Wir freuen uns heute, Frau Frauke Frau zu begrüßen. Grüß Gott. Sie führt den Wahlkampf um die Hofburg, um die Wiener Hofburg. Zuerst kommen wir zu stilistischen Vorgaben. Was haben Sie da auf Lager? Ja, also ich möchte die Perlenkette. Jetzt lassen wir aber unten den Sponsor. Jetzt lassen wir weg den Sponsor. Ich möchte die Perlenkette besonders erwähnen. Das ist ein Erbstück von meiner Großmama. Die hat schon bei Kaiser Franz Josef sauber gemacht. Gott hab ihn selig. Und manchmal auch an meinem neuen Arbeitsplatz in der Hofburg. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie präsentiere ich mich? Die Raute, die ist ja schon vergeben, leider. Ja. Ich dachte mir an mehr so an sowas. Das würde auch gewisse Problemzonen verdecken. Aber ich werde mich da noch beraten lassen. Sehr schön. Wie Sie kommen mal zu Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend? Wie sind Sie aufgewachsen? Was haben Sie da für Erinnerungen? Ja, ich kann nur sagen, vom Trümmerfraukind zur Mindestpensionistin. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich habe mein Leben lang jeden Schilling, was sage ich, jedes 50-Groschen-Stück umdrehen müssen. Mehrfach umdrehen müssen. Ist ja nicht wahr? Ja, mehr dazu nicht. Und was machen Sie jetzt, sagen wir im Moment jetzt? Wahlkampf und dann eigentlich nichts. Und das wäre schon zu viel gesagt. Sehr gut, sehr, sehr schön, sehr gut, sehr informativ. Man hört von einem Ihrer Mitbewerber, dass er das ganze Land liebt und die Leute. Ah, wie ist denn das bei Ihnen? Ah, ja. Wenn Sie mich jetzt fragen wollen, ob ich eine Bundespräsidentin für jeden Österreicher und jede Österreicherin werden möchte, dann kann ich das ganz klar beantworten. Nein. Eine klare Frage. Ich habe da mein Hunderl, nenne ich immer, mit dabei. Mein Hunderl, das ist ein Anbeller. Gell? Und der sortiert dann schon aus, die schlimmen Patienten, die wir nicht haben wollen, da wird dann gebellt. Aber kürzlich hat er sich doch mit einem Terrier von einem staatsbekannten Äffler zusammengetan und dann musste ich dann schon sagen, pfui, Bello, so geht das nicht. Und dann hat er es wieder sein lassen, gell? Ja. So, nächste Frage. Was haben Sie heute noch vor? Heute werde ich noch einen Termin haben bei meinem Paartherapeuten. Ja, da gehe ich naturgemäß allein hin, Jens. Aber er hat eine Aktion schon seit Jahren. Komm allein, zahl die Hälfte. Und das nutze ich natürlich aus. Das ist ein sehr schönes Angebot, ja. Und wie schaut es jetzt aus mit den Einkommensverhältnissen? Da kann ich natürlich, das kann ich direkt aus dem FF heraus beantworten. Bei mir gibt es keine Grauzonen, jedenfalls nicht in finanzieller Hinsicht. Ich habe eine blütenweiße Weste und habe nichts zu verbergen. Ja. Aha. Ja. Und ich habe gehört, Sie waren auch im Fernsehen tätig. Was war denn da los? Na, jetzt sind Sie aber schon ein bisschen penetrant und hartnäckig. Wie heißen Sie denn, Fräulein? Irmi heiße ich. Irmi, naja, das ist ja Ihr gutes Recht. Also zum Thema Transparenz. Ja, ich habe in einer Staffel von Bauherr sucht Frau auf ATV3 mitgemacht. Und da habe ich auch ein bisschen was gekriegt, meiner Leistung entsprechend. Ich weiß schon, was meine Leistung dabei war, aber das ist auch alles wieder weg. Ich habe das direkt in die Wirtschaft gepumpt, in die Kaffeehauswirtschaft. Und da ist jetzt auch nichts mehr übrig geblieben zum Versteuern. Verstehen Sie? Nein. Haben Sie da eine Frau gefunden? Eine Frau? Nein, ja. Einen Bauherr wollte ich finden. Ah, Sie sind ja der Moderator gewesen. Na, wie Sie das sehen wollen. Jedenfalls, wenn Sie noch eine weitere Frage haben, stellen Sie sie jetzt. Ja, und zwar eine heikle Frage habe ich. Wie alt sind wir denn? Ah, ja, da kann ich vielleicht meine liebe Freundin Dagmar K. Sie wissen, von wem ich spreche, ja, zitieren. Sie hat einmal gesagt, ich bin jetzt in dem Alter, wo es mir schon gefallen würde, wenn ein Mann mir den Wagenschlag öffnen würde
Und wenn dieser Mann mir dann hinten einen Stuhl in den Popo hineinstellen würde. Hat sie gesagt, ja, mehr das möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Gell, Dagi? Dann kommen wir jetzt etwas in die militärische Abteilung. Oberbefehlshaberin der Armee, wie stehen Sie dazu? Gute Frage, kurze Antwort. Stramm. Und ich muss gleich dazu sagen, den Verteidigungsminister werde ich direkt entlassen. Da sind dann Einsparungen von Millionenhöhe stehen an, denn ich werde unsere Soldaten selbst befehligen. Damit kann ich dann zeigen, dass ich auch Eier habe. Das ist ein Wort, das ist ein Wort. Ja. Und jetzt kommen wir zum Ende unseres Interviews und da haben Sie vielleicht noch Was anzufügen. Ja, ja. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der wichtigsten Person meines ganzen Lebens bedanken. Bei meiner Schminkmaus. Gell? Ohne meine Schminkmaus werde ich nicht das Haus verlassen und ich werde dich bei jeder meiner Reisen dabei haben wollen. Gell, Schminkmaus? Und haben Sie noch eine Frage? Nein. Na bitte. Geht eh. Dankeschön und adieu. Wunderbar, Pixas bedankt sich bei Ihnen und überreicht Ihnen diese Tulpe. Oh, das ist aber lieb. Wie sie duftet. Tatsächlich. Ja, dankeschön. Ja.